Herzlich willkommen, liebe Prepper und Outdoor-Freunde. Heute möchte ich euch mal meine Lieblings-Spaltachs vorstellen, die Fiskars X21. Wie ihr die Länge der Spaltachs aussucht, kennen die meisten wahrscheinlich. Ich zeige es trotzdem einmal. Einmal hier untergreifen, zack, direkt unter dem Kopf und dann eine Armlänge. Dann habt ihr die Länge und fast unten an, ja, zack, lasst es einmal runter und guckt, ob ihr das aus dem Handgelenk raus anheben könnt. Passt, ne? Sehr schön. Wie immer dabei bei Fiskars so ein Schutz, damit ihr das auch sicher transportieren könnt. Alles ganz schlicht hier, einfach gehalten, aber effektiv. So lässt sich die Axt auch sicher transportieren. Der Griff, das ist natürlich so eine Sache für sich, ne? Da scheiden sich die Geister. Das hier ist jetzt aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Ich bin auch kein Freund davon gewesen, ehrlich gesagt. Auch vom Farblichen her ist das jetzt ja nicht unbedingt meins, ne? Ich mag auch eher das Alte und das Rustikale, aber wenn ihr wirklich viel Holz spaltet, dann werdet ihr diese Axt oder die Äxte vom Fiskars lieben, denn ihr spart euch wirklich einiges an Gewicht, dadurch, dass das hier auch von innen hohl ist, ja, und trotzdem extrem stabil. Ja, sehr stabil. Mir ist es auch schon mal passiert, dass ich so ein kleines Holzstück dann spalten wollte und dann ja, nicht ganz so gut getroffen habe, beziehungsweise gar nicht getroffen habe. Also zumindest nicht mit dem Kopf, sondern direkt hier drunter. Und es ist nichts weggebrochen. Man sieht da noch die Spuren, so die Holzreste sind da so ein bisschen drin. Die technischen Details blende ich euch jetzt auch noch ein. Ich finde, wir haben wieder genug gelabert. Das ist eine Spaltaxt. Gucken wir mal, wie die spaltet. Das ist jetzt unsere Auswahl. Das muss heute alles gehackt werden. Wir haben hier trockenes, feuchtes Holz. So Balken hier, die gar nicht mehr so geil sind. Verschiedene Durchmesser, also alles mögliche. Hier sowas zum Beispiel, das ist eigentlich, als wenn man ja, mit Kanonen auf Spatzen schießt, sagt man. Ne? Aber das werden wir trotzdem gleich machen. Ich gucke mal, ob ich so ein Ding treffe. So, der Tag geht langsam wieder zu Ende. Ich muss den ganzen Kram ja noch stapeln und einsortieren. Wieder nichts geschafft gefühlt. Alles nur wieder so, ne? Tage verfliegen einfach. Das ist ein bisschen blöd, aber egal. Dann habe ich morgen auch noch was zu tun. Das Ding geht da so durch, wie durch Butter. Arbeitssicherheit habe ich jetzt eben nur zum Vorführen weggelassen, ja? Im Normalfall Brille aufsetzen, Sicherheitsschuhe. Das geht ganz schnell, dass da mal ein fetter Klumpen Holz da auffällt. Zack. Zeh geprellt, gequetscht, was weiß ich. Oder vielleicht sogar mit der Axt abrutscht und dann in den Fuß rein. Ja, der Hacklotz müsste auf jeden Fall auch noch höher sein. Da muss ich mir noch was Höheres suchen. Das ist nämlich absolut langfristig gesehen keine gute Idee. Da macht man sich den Rücken kaputt. Da solltet ihr dann auch drauf achten. Bisschen höheren Hacklotz, weil so, das geht wirklich auf den Rücken. Also ich bin begeistert von dem Ding. Mein absoluter Favorit hier beim Arbeiten, das mache ich richtig, richtig gerne. Das Teil, ich kann es nur empfehlen. Schaut euch das an. Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Video.